Für einen klinischen Onkologen gab es so eine Zeit der Bildgebung vor 30 Jahren, da waren die CTs und MRTs, das war klasse. Und dann hat sich lange so langsam ein bisschen was getan, war nichts Grundlegendes und das hat sich jetzt wieder geändert. Es gibt grundsätzliche Neuigkeiten in der Bildgebung, der molekularen Bildgebung und ich freue mich sehr, dass Professor Schlemmer, der Leiter der Radiologie des DKFZ und in der Uniklinik Heidelberg, uns jetzt den Überblick geben wird. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einführung. Da sehe ich keine Bilder, ist das normal oder? Ah ja, jetzt kommt's. Sehr gut, vielen Dank. Also ich will in den nächsten paar Minuten einen Galopp machen durch die Bildgebung hindurch und Sie offensichtlich davon überzeugen, wie wichtig das für die Onkologie darstellt. Und vor allen Dingen will ich mich fokussieren auf die Früherkennung von Tumoren. Bildgebung ist ein Paradebeispiel für Translation. Schauen Sie, das war im November in Würzburg im Labor, wo der die Röntgenstrahlen entdeckt hat. Schon kurz danach im Januar hat das der wissenschaftlichen Gesellschaft vorgeführt. Die Leute saßen alle begeistert da. Der Anatom, der Bekannte von Kölliker, hat sich seine Hand röntgen lassen. Alle waren fasziniert. Einen Tag später ist die erste klinische Röntgenaufnahme gemacht worden in Wien und daraufhin wurde operiert. So schnell ging das damals mit der Translation. Jetzt mit den neuen Entwicklungen, und Sie haben schon angedeutet, sind wir jetzt auf einem Gebiet, das ist faszinierend. Komplexe Bildgebung, können jetzt mit Computer Bildnachforschung verarbeiten, Bilder darstellen, die sind Laien sofort ersichtlich. Sogar komplexe Muster von Erkrankungen wie hier können Sie sofort erkennen. Das ist der gewaltige Schritt, den wir in den letzten Jahren erlebt haben. Und warum die Bildgebung auch so eingeschlagen hat, ist, kann man sich leicht klar machen, wenn man sich überlegt, wo kommt denn unsere westliche Medizin eigentlich her? Wir fußen alle auf den anatomischen Darstellungen damals von Andreas Vesalius, ungefähr 500 Jahre, der zum ersten Mal den Körper eröffnet hat und die Anatomie der Medizin als Grundlage gesetzt hat. Und hätte er gedacht, dass ungefähr 500 Jahre später wie Leute durch Röhren hindurchschieben und dasselbe Bild hier bekommen und jetzt mit neuen Röhren sogar Weichteilaufnahmen bekommen vom gesamten Körper, von dem Gefäßsystem. Und übrigens, der Patient kann nachher wieder aufstehen und nach Hause gehen im Vergleich zu dem anderen auf der linken Seite. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in den Körper hineinzuschauen. Das liegt daran, dass wir Strahlen benutzen, vor allen Dingen elektromagnetische Strahlung, Computertomographie durchleuchtet den Körper. Mit der PET spritzen wir radioaktives Material in den Körper, das strahlt dann von innen heraus. Die Kernspintomographie arbeitet mit Magnetfeldern und Radiowellen und der Ultraschall mit Ultraschallwellen. Die Magnetresonanztomographie hat einen großen Vorteil, dass sie nicht schädlich ist, weil das sind Magnetfelder und Radiowellen und wir können den gesamten Körper darstellen. Wir haben damit die Möglichkeit, dann zwei anatomische Schichten darzustellen. Und den Makroanatomen machen wir Konkurrenz damit, denn diese Auflösung, die wir hier erreichen, ist so groß, wie Sie hier sehen können. Die weiße Grausubstanz können Sie erkennen. Die kleinen schwarzen Pünktchen, die so oben sind, sind Mikroblutungen, die man erkennen kann, die man mit einer anatomischen Sektion praktisch nicht finden würde, aber so eben genau detektieren kann. Und da liegt die große Kraft der Bildgebung, dass wir eben kleine Veränderungen im Körper detektieren können. Mit der Kernspintomographie können wir Ganzkörperdarstellungen machen. Und wenn wir einen Tumor suchen, müssen wir einfach wissen, wo er ist. Wir haben enorme Weiterentwicklungen, jetzt gerade bei den Liquid Biopsies und bei den Pathologen, gerade eben gehört. Und wir müssen es unbedingt zusammentun. Denn was Sie finden im Blut, müssen wir lokalisieren, wo es ist. Und da sehe ich die größte Kraft der Früherkennung. Und daran müssen wir arbeiten, zusammen mit der Kernspintomographie. Was ist denn so ein bisschen die Rationale? Ich mag so ein bisschen gern den geschichtlichen Blick. Da Einstein hat 1905 in seinem Annus Mirabilis, wo eigentlich jeder seiner fünf Arbeiten Nobelpreis gewesen wäre, die Theorie der Diffusion entwickelt. Und darin hat er gezeigt, dass wenn die Materie aus Atomen besteht, es eben dieses Phänomen der Diffusion gibt, weil die Moleküle aufgrund der Wärme hin und her zittern. Und das können wir einsetzen diagnostisch. Links sehen Sie ein Prostatakarzinom im Frühstadium, beziehungsweise normale Zellen. Das Weiße sind die Drüsen, das sind normales Gewebe, wo das Wasser sich eben frei bewegen kann. Rechts ist ein aggressiver Tumor und das ist eine eingeschränkte Diffusion aufgrund dieser zelldichten Packung. Und das können wir jetzt mit der Kernspintomographie sehen. Das ist eine Aufnahme axial vom Becken. Sie sehen vorne die Prostata, hoffentlich. Ich habe leider keinen Pointer, um Ihnen das zu zeigen. Vielleicht, nee, das ist schwierig. Um jetzt zu erkennen, ob da ein Karzinom da ist oder nicht, führen wir mit der Kernspintomographie diese Diffusionsbildgebung durch. Wir gehen also von der Anatomie aus mit dem hohen Weichteilkontrast, dann führen wir diese Dichte aus. Und sehen Sie diesen hellen weißen Fleck? Das ist eine Region, wo das Wasser sich nicht so bewegen kann, wo ein dichter Zellklot ist. Das kann man mit einem Parameterbild darstellen, dann ist es schön schwarz, quantifiziert nochmal. Und wenn wir Kontrastmittel geben, sehen wir, dass sogar da auch noch mehr Durchblutung ist. Das ist dieser helle Ring.
Ja. Was wir dann damit sehen, ist letztendlich in dieser funktionellen Darstellung, wir detektieren im Körper eine Region mit einer erhöhten Zelldichte und Neovaskularisation. Wir nennen das ein Cancer Hallmark. Das ist ganz unspezifisch, ob Sie jetzt von Hirntumoren reden, von Lungenkarzinomen, von Lebertumoren, von der Prostata, vom Rektumkarzinom. Das ist ein ganz unspezifisches Cancer Hallmark. Und darin liegt die Kraft dieser Methode. Wir können im Körper entdecken, wo sich solche Herde bilden. Was die Aussagen allein, das reicht noch nicht. Da brauchen wir dann noch natürlich die Aussagen auch der Pathologie und vor allen Dingen auch der Liquid Biopsy. Aber das würde enorm helfen, das früh zu erkennen. Das ist keine Spielerei. Schauen Sie, das ist ein Patient hier, 62 Jahre, vollkommen asymptomatisch, ein PSA von 4 ungefähr, so im Normalbereich hinein, geht einfach zufällig zum Urologen, weil er denkt, naja, ich möchte mich mal beruflich verändern, ich lasse mich mal durchchecken. Und in der MR hier sehen wir einen ganz kleinen Herd vorne, 7 mm. Das ist so ein Herd mit erhöhter Zelldichte. Der wäre der normalen Biopsie nicht zugänglich. Und mit diesem Verfahren und dann, was wir entwickelt haben, gezielter Biopsie in diesen Herd hinein, kann uns der Pathologe dann wiederum genau sagen, was da drin ist. Denn der Pathologe ist nur so gut wie das Gewebe, was man ihm übergibt. Wenn man an der falschen Stelle biopsiert hätte, hätte der Pathologe wahrscheinlich gesagt, das ist normal, weil er das bekommen hat. Und das ist jetzt tatsächlich umgesetzt worden. Wir haben sehr daran gearbeitet. Das sind jetzt die ersten Publikationen, das kommt in Lancet, das kommt im New England Journal. Das haben wir sogar in die Leitlinien jetzt hineingebracht, dass dieses Verfahren auch vor einer Biopsie natürlich mit einer gewissen Differenziertheit im Einsatz gebracht werden muss. Aber das ist ein Riesenfortschritt zu einer verbesserten Diagnostik, zu einer verminderten Morbidität bei den Patienten. Dasselbe Verfahren haben wir jetzt für die Mammakarzinom auch entwickelt. Da sind wir momentan noch dabei. Die ersten Publikationen haben wir. Die Rationale ist dasselbe. Wir versuchen innerhalb des Brustdrüsengewebes Areale mit erhöhter Zelldichte zu detektieren, um danach gezielter biopsieren zu können. Wir haben das in großen Studien gemacht. Das zeigt auch, wo dann die Herausforderungen sind. Man muss multizentrisch arbeiten, man braucht große Daten, man muss die qualitätskontrolliert machen. Und wir setzen jetzt auch den Computer ein. Das können Sie an dem Bild rechts oben erkennen, dass das automatisch uns hilft, das zu detektieren. Denn wenn wir, je genauer unsere Bildgebungsmethode ist, desto einfacher ist es zu finden. So einen schwarzen Fleck auf weißem Grund, das erkennt hier jeder in dem Raum. Und damit erkennt der Rechner erst recht. Und dann kann er dazu noch Analysen machen und uns sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Karzinom vorliegt. Ja, Bildgebung ist enorm wichtig für die personelle Medizin. Wenn die Patienten in ein Krebszentrum kommen oder auch noch davor, in irgendeine Röhre werden sie gesteckt, weil wir eben den Körper letztendlich virtuell eröffnen. Dann kommen alle anderen Daten, klinische Daten, Labordaten und so weiter hinzu. Und dann kommt das Zentrale, das ist das Tumorboard. Da sitzen die ganzen Spezialisten zusammen. Da wird die Indikation gestellt. Und manchmal ist die Indikation das Wichtigste und Entscheidendste von der gesamten Therapie. Dann die Therapien, die danach basieren, größtenteils auch auf Bildgebung. Und wenn dann die Verlaufskontrolle kommt, dann wird weiter Bildgebung gemacht. Das ist enorm datenintensiv. Wir produzieren unglaublich viele Daten. Und die in den Griff zu bekommen, und zwar so, dass der Patient was davon hat, ist eine der größten Herausforderungen. Wir arbeiten an der Bilderzeugung, dann an der Bildverarbeitung, danach auch in der Integration. Das Beispiel, Bilder allein in die Biopsieeinheit hineinzuführen, dass es auch wirklich dann tatsächlich übereinstimmt, ist eine riesen Herausforderung. Ein Beispiel, schauen Sie, ein Patient in Verlaufskontrolle, Nierenzellkarzinom, Frage, hat er irgendeinen Tumor? Wir führen diese diffusionsgewichtete Bildgebung durch, sehen zwei schwarze Flecken irgendwo im Baum. Das wird dann anatomisch korreliert in eine Region hinein und man wird es nicht glauben, aber der Patient hat einen Zweitumor gehabt, ein Appendixkarzinom im Frühstadium gefunden. Leute, die ein Karzinom haben, haben oft ein Risiko, ein anderes Karzinom zu entwickeln. Und da ist die Bildgebung enorm wichtig, eben diese unspezifischen Herde, diese erhöhten Zelldichte im Körper zu detektieren. Bei Verlaufskontrollen führen wir das durch, zum Beispiel hier ein Patient mit Myelom, alles was schwarze Flecken sind, sind diese Regionen erhöhter Zelldichte und im Therapieverlauf kann man direkt erkennen, wie das eben abnimmt, weil diese durch die Chemotherapie sterben, die Zellen, und damit sozusagen diese Dichte verlieren. Wo sind die Herausforderungen? Wir prozessieren immer mehr Bilder. Wir Radiologen rennen im Hamsterrad immer schneller und versuchen dann diese Reports darzustellen, die dann ja größtenteils sowieso keiner liest, sondern wir setzen uns danach mit den Kollegen im Tumorboard wieder zusammen. Das müssen wir überkommen. Was sind die Tools momentan, um das zu tun? Die sehen so aus, das sieht lustig aus.
Das ist von unseren IT-Kollegen, was auch immer in diesen Maschinen, den Computern passiert. Das sind mehrere Layer, man nennt das künstliche Intelligenz und Deep Learning. Auf jeden Fall, wir tun unsere Bilder hinein und hinten raus kommt ein Parameterbild, wo der Computer uns sagt, wo dieser Herd ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit hier auch dann tatsächlich ein Tumor vorliegt. Diese Tools werden in der Zukunft enorm an Bedeutung gewinnen, vor allen Dingen in der Früherkennung, um Tumoren zu finden, aber auch in den Therapieverlaufskontrollen. Und wir arbeiten ganz intensiv mit den Fachleuten zusammen. Wir müssen uns noch viel mehr zusammentun. Ich denke, dass da sehr viel Arbeit noch nötig ist. Eine große Herausforderung ist auch die Art der Bildgebung. Wir denken immer, wenn wir eine Kernspintomographie machen, ist das dasselbe wie eine Kernspintomographie irgendwo anders. Nein, das muss qualitätskontrolliert, standardisiert durchgeführt werden. Wir machen große Konsortien innerhalb von Deutschland, auch innerhalb von Europa, wo wir versuchen, qualitätskontrolliert die Methoden zu installieren, zum Beispiel zum MR-Mammographie-Screening, wo wir dann die Daten aus beispielsweise Malmö mit denen aus London zusammentun können und der Computer kann die dann gemeinsam analysieren. Also eine der größten Herausforderungen. Und zum Schluss zu kommen, die Frage ist ja, wie kriegen wir das Ganze auf den Boden? Die Translation. Da denke ich, es gibt drei Aspekte. Das eine ist, wir an der Akademie, wir arbeiten an dieser Innovation und wir machen brav unsere Studien, um die Evidenz zu erzeugen. Aber das ist nur das eine. Denn das haben wir gemerkt mit der Prostatakarzinom-Diagnostik, das ist ja der häufigste Tumor. Wie kriegt man denn das in die Breite? Denn dann erzählen wir unsere Methoden, ja, und dann kommen die Leute in den Krankenhäusern, Niederlassungen und denen bürden wir dann auf, das Ganze umzusetzen. Und da ist die Frage, wie kriegen Sie das denn hin? Wie ist die Verfügbarkeit der Methode? Wie kann man das überhaupt in den Alltag integrieren? Eine Riesenherausforderung für die Kollegen. Und wenn Sie es da mal hingekriegt haben sollten, ja, die Geräte stimmen und Sie haben die Expertise erlangt und so weiter, dann bringen wir jemand anders in die Rückenlage, und zwar die Krankenkasse, die Politik, die sich fragt, ja, wie soll man das überhaupt bezahlen? Ja, und ich glaube, wir müssen uns zusammentun und müssen versuchen, nach Wegen zu finden, jeweils den anderen Aspekt mit zu berücksichtigen und die Leute ernst zu nehmen. Denn wir wollen ja eigentlich alle dasselbe. Wir wollen, dass die Methoden den Menschen allen zugutekommen. Einsatz von der Bildgebung in der Onkologie, das sind die Häufigkeiten. Das sind die Tumoren, wo wir die Bildgebung brauchen, um die Primärdiagnostik durchzuführen. Das sind die Tumoren, wo wir die Bildgebung zusätzlich hinzufügen im Rahmen der Therapieplanung und Verlaufskontrolle. Also Bildgebung spielt eine extrem große Rolle. Und wir müssen uns Mühe geben, das in den Alltag umzusetzen. Ja, denken Sie dran, das ist der Grund dafür. Als die Medizin angefangen hat, gab es den Kollegen hier, der den Ordner öffnet hat und hat dann den anderen den Inneren von dem Körper gezeigt. Wir Radiologen sind es heutzutage. Wir arbeiten aber nicht mal mit der Pinzette, sondern wir arbeiten mit den Röhren und dem Computer. Aber wir zeigen den Kollegen im Tumorboard, wo der Tumor sitzt und wie weit er gestreut hat. Und damit möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Schlemmert, Ihr Part hat wirklich den diagnostischen Aspekt unseres Symposiums sehr gut abgerundet, von der Liquid Biopsy, wo man nichts sieht und auch eigentlich nichts hat und trotzdem was erkennen kann, zu dem, was man den Pathologen gibt, und dann den Blick in den Ganzkörper. Finde ich toll. Fragen an Professor Schlemmert? Das kann nicht sein. Essen gibt es erst nach der ersten Frage. Ja. Molekulare Bildgebung, jawohl, ist ja auch so ein Stichwort. Ist, genau, das eine Ergänzung, eine Erweiterung, eine Weiterentwicklung, ja, oder ist es komplementär? Ja. Also die molekulare Bildgebung ist ein Riesenfeld. Hatte ich auch, Dias habe ich wieder rausgenommen, einerseits aus Zeitgründen heraus, aber andererseits, weil ich dachte, wir wollten uns fokussieren auf die Früherkennung. Und da wollte ich all die Methoden rausnehmen, die Strahlung benutzen. Das heißt, mit zum Beispiel der PSMA-Entwicklung, mit der Prostatakarzinom, natürlich fantastische Entwicklung, da genauer hinzukommen. Das sollte im zweiten Schritt dann hinzugezogen werden, wenn man in die Therapie hineingeht. Das heißt, wenn dann ein Karzinom diagnostiziert wurde zur Detektion der Ausbreitung, brauchen wir solche Verfahren auf jeden Fall, ohne Zweifel. Ja. Gut, vielen Dank. Also mehr molekulare Bildgebung beim Mittagessen.